mir gerade was mitgefallen. Aber wenn es nicht ruft, dann ruft sie. Okay, wir sind bei Kreisen. Rückwärts hatten wir schon und Hochziehen hatten wir auch. Das heißt, jetzt kommt vorwärts. Okay. Nach vorwärts gibt es aber erstmal nichts mehr. Dann wird die Übung wieder ein bisschen verändert. Und dann ist es auch ein bisschen schöner. Okay. Du kommst hier immer in deine Grätsche, richte deine Wirbelsäule auf, zieh deine Schulterblätter nach hinten unten. Spann den Po an, strecke Beine und Füße, wir kreisen vorwärts. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zwischendurch immer wieder gerne in die Vorbeuge. Ja, das ist eine schöne Übung für den Hüftöffner. So. Zweite Runde. Danach gibt es Kaffee. Nochmal Po anspannen, Schultern tief und los. Oh, wenn es nicht rückwärts geht, geht's toll. Ich muss noch von der Matte. So, nochmal. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nach vorne. Geschafft. Jetzt, yes. Morgens 3x12, natürlich, was denn sonst? Genau, ja. Yoga-Blöcke morgens ist mir nicht mehr. Genau. So, dann sehen wir uns morgen. Ich hole mir jetzt erstmal Kaffee.